Hallo, ich bin Carsten in Elten. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne ein Stück begleiten. Ja, hallo nochmal. Ich bin wieder an der deutsch-holländischen Grenze unterwegs. Diesmal aber nicht auf einem der Wasserwanderweltwege. Ich bin jetzt unterwegs von Elten nach Sherenberg bzw. zur Burg oder zum Schloss Sherenberg. Das ist in Holland. Und dann von da aus auf einen anderen Weg dann wieder zurück nach Elten. Elten ist bei Emmerich, also schon fast in Holland. Ja, die Wanderung ist eigentlich von der Streckenführung her ganz schön. Nur leider läuft man so das erste Stück immer in Hörreichweite der A3, kurz vor Arnhem. Und das schmälert natürlich so ein bisschen hier den Eindruck. Aber so von der Gegend her schon ganz schön. Ja, eigentlich hätte ich euch jetzt ganz gerne das Schloss gezeigt, aber da ist leider heute bzw. das ganze Wochenende eine Veranstaltung und da kommt man einfach nicht an das Schloss ran. Na gut, gehen wir mal weiter. So, jetzt sind wir gleich am Auto wieder zurück. Der Weg, da ist man hin und her gerissen.
Eigentlich ist die Gegend ja schön, aber leider hört man immer sehr viel Straßenlärm. Schon alleine, weil man auf der Strecke zweimal die A3 überquert. Und zum anderen ist es leider so, dass die Strecke hier einen sehr hohen Asphaltanteil hat. Und das schmälert das Laufvergnügen eigentlich auch. Nichtsdestotrotz, die Gegend schon sehr schön. Sehr schöne Abschnitte. Und ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.